Staraptor ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Flug, existiert seit der 4. Spielgeneration, ist die letzte Entwicklungsstufe von Staraleli und Staravia. Staraptor ist ein dunkelgrau-braunes, raubvogelähnliches Pokémon. Es besitzt einen orangenen Schnabel mit schwarzer Spitze und Füße mit schwarzen Krallen, mit welchen es auf der Jagd Beute fängt. Es zeichnet sich zudem durch kräftige Flügel mit großer Spannweite aus. Aufgrund der starken Muskeln in seinen Flügeln und Beinen kann es im Flug sogar ein anderes Pokémon tragen. Auf seiner Stirn besitzt Staraptor einen weißen Fleck, der beim männlichen Pokémon größer ist als beim weiblichen. Weitere weiße Gefiederzeichnungen besitzt das Flug-Pokémon auf der Vorderseite der Kehle und dem Brustkorb, während struppiges Gefieder seine Brust ziert. Auffällig ist sein großer schwarzer Kamm mit roter Spitze, auf dessen Pflege es viel Wert legt. Im Kampf stellt es den Kamm auf, um sein Gegenüber einzuschüchtern, und Shiny-Exemplare haben ein braunes Federkleid und einen lilafarbenen Kamm. Bei der Entwicklung bleibt es größtenteils bei Status und bei physischen Attacken vom Typ Normal und Flug, kann dann aber auf Level 41 Agilität als Psycho-Attacke und Wagemut als spezielle Kampfattacke neben der Flugattacke Sturzflug erlernen. Seine Fähigkeit ist Bedrohung, wodurch der Angriff des Gegners gesenkt wird, und die versteckte Fähigkeit ist Achtlos, wodurch die Stärke von Attack mit Rückstoßschaden erhöht wird. Staraptor gehören eher zu den aggressiveren und wilderen Flug-Pokémon, welchen, wenn sich das Pokémon als Staravia zu einem Staraptor entwickelt, so verlässt es die Gruppe und lebt dann alleine. Man findet das Raubtier-Pokémon in einer Vielzahl von Gebieten, so in Wäldern, in der Nähe von Sümpfen, auf Weiden oder in Bergen. Das Flug-Pokémon wählt insbesondere Plätze in großer Höhe aus, die andere Pokémon nur schwer erreichen können. Staraptor gilt als zäh und wild und es fordert selbst deutlich größere Gegner immer wieder heraus, selbst wenn es verletzt ist. Dabei ist er der letzte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Staravia, welches sich aus Staraleli entwickelt. Das Pokémon hat in seinen Entwicklungen körperliche Veränderungen durchgemacht, wobei es größer und auch schwerer wird. So sind auch insbesondere die Füße und der Oberkörper länger und schmaler, zudem wächst der Kamm auf dem Kopf und die Farbgebung bleibt gleich. Dabei wird die Entwicklung von Staraleli zu Staravia auf Level 14 und zu Staraptor auf Level 34 ausgelöst. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Käfer- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Geist-, Elektro- und Eis-, Gestein-, Elektro- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.